Servus, hier ist der Flo vom Session in Walldorf und ich zeige euch heute einen unserer vier Spektre-Bässe. Und zwar heute geht es um den Spektre NS2. Das ist so der Bass, mit dem es damals angefangen hat bei Spektre. Es gab damals noch den NS1, da hat es eigentlich angefangen. Da hat der Single Coil gefehlt noch, also nur ein Pickup, deswegen NS1. Und dann kurz Zeit später gab es den NS2 mit Split Coil und Single Coil. Ja, also. Und unser heutiger NS2 ist aus der Exotic Wood Serie. Sprich, wir haben hier eine Buckeye Burl Decke. Und wenn wir rumdrehen, steht der untere Teil aus Walnuss und der mittlere halt aus Ahorn. Ahorn deswegen, weil das ein durchgehender Hals ist, wie ihr seht. Also kein Bolt-on-Hals, kein geschraubter, sondern ein durchgehender Hals, bei dem die Korpusflügel angeleimt werden. Ja. Wie gesagt, hier die Buckeye-Burl-Decke. Dann haben wir den Zweiband-EQ. Das ist eine Spektre, also die Spektre USA Preamp-Serie mit Lautstärke für beide Pickups. Dann haben wir hier den Überblendregler für die Pickups. Heißt, in der Mitte sind beide Pickups an. Nach hinten ist nur der Single-Coil und nach vorne ist der Split-Coil. Und dann haben wir hier Bässe und Höhen. Das heißt, wir haben in dem Fall haben wir hier Boost oder Cut. Das heißt, in der Mittelstellung ist es so, ich sage mal passiv, also eher zurückhaltender. Dann kannst du halt wegnehmen, Bässe und Höhen, oder kannst halt reindrehen. Bei den tschechischen Modellen war damals Boost only, da hast du nur reingedreht. Und hier hat man die Mittelstellung noch. Ja, dann haben wir die Brücke. Die vergoldete Spectre-Hardware. Mittlerweile kann man ja die Brückchen oder die Böckchen einzeln verstellen über die Schrauben. Das heißt, man kann, nicht wie früher, musste man die Brücke losschrauben, die einzelnen Reiter, und musste dann mit der Hand verschieben. Heute kann man es wie bei anderen Brücken auch mit der Schraube einstellen. Finde ich persönlich ein bisschen einfacher. Also ich finde es gut, dass es so ist. Ich fand die Losschrauben und dann mit der Hand verstellen, fand ich ein bisschen nervig. Mit der Zeit geht es zwar, aber am Anfang ist es ein bisschen störend. Was man dazu sagen muss, man kann immer noch die Böcke festschrauben. Heißt, man hat hier eine Schraube oder einen Imbus, wo man die Böckchen festschrauben kann. Also da bewegt sich nichts. Ja. Dann haben wir hier weiter ein Pau Ferro Griffbrett, eine Art Palisanderholz mit den schönen Spectre Crown Einlagen. Sehr schön, sehr schön. Hier oben ein Messingsattel, ist auch bei Spectre eigentlich Standard. Bin ich ein riesen Fan von Messingsätteln, weil die spielen sich nicht ab, klingen transparenter, haben mehr Obertöne als die normalen Kunststoffsättel oder so. Ja, also finde ich sehr geil. Ja, dann haben wir die Kopfplatte. Typisch Spectre, schon seit eh und je, mit zwei rechts, zwei links Mechanikanordnung. In der Mitte haben wir natürlich die Trassrodabdeckung, auch Spectre, klar. Übrigens, oben das Holz ist Ebenholz. Dann haben wir hier goldene Mechaniken. Und hier natürlich Stuart Spectre, die Seriennummer und das Modell. Okay Leute, ich zeige euch jetzt mal die Pickup-Einstellungen, beziehungsweise die Preamp-Einstellungen. Also haben wir hier zwei Pickups, heißt ein Split-Coil und ein Single-Coil. Ich habe jetzt mal die Regler auf Mittelstellung, heißt Bässe und Höhen habe ich jetzt mal auf Mittelstellung gelassen. Und wir hören jetzt mal an, wie der vordere Pickup klingt. So, ist nur das Split-Coil jetzt und ist halt. Saftig, dreckig, rock'n'rollig. Der hintere ist natürlich ein bisschen dünner vom Sound her, vom Output. Ist halt ein Single Coil. Aber hier, wie gesagt, haben wir ja dann den. Da kommt ja jetzt wieder der Preamp ins Spiel. Drehen wir mal Bässe rein und Höhen. Das Ganze gleich wieder mehr Substanz. Thank you.
beide Pickups mit aufgedrehtem Preamp. Typische mächtige Spectre Growl. Und der vordere natürlich mit aufgerissenem Preamp. Richtig schönes, dreckiges Brett. Aber am schönsten finde ich ihn eigentlich in der Mittelstellung. Da hat er den mächtigsten. Ja, und wenn ihr jetzt, wie ich damals, mit Spectre Virus infiziert worden seid, und euch für die Teile interessiert und gerne antesten wollt, dann kommt gerne vorbei hier in Walldorf oder in Frankfurt. Oder ihr könnt sie auch online bestellen, ganz bequem, ist kein Thema. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hier oben ist ein Infobutton mit meinem Gesicht oben drauf. Da könnt ihr mich auch gerne anrufen, wenn ihr Fragen habt, egal welche. Einfach anrufen. Ja? Bis dann, ich freue mich auf euch. Ciao.